alle diese alten weißen Herren und die blonde alte Dame, die haben überhaupt keine Ahnung über Cannabis. Und genau diese mächtige Handvoll Querulanten aus der SPD wollen jetzt das Cannabisgesetz verschärfen, verschieben oder sogar verhindern. Dafür gab es am Wochenende ein Protestcamp vor dem SPD-Parteitag, um den SPD-Fuzzis zu zeigen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Cannabisgesetz jetzt! Ich war am Samstag am Start und zeige dir, was da los war. Außerdem habe ich diese Polizisten angesprochen und gefragt, was genau hier deren Job ist. All das und noch viel mehr in diesem kurzen Video. Dajö, starten wir los. Let's go! Christian schreibt, wäre besser, mal auf die derzeitige Lage in Politik aufmerksam zu machen und die Probleme von der SPD. Christian, mein Süßer, ich bin nicht unbedingt der perfekte Erklärbär für Politik, aber extra für dich versuche ich es jetzt mal auf Affendeutsch. 2021, der gelbe, der rote und der grüne Affe tun sich zusammen und beschließen Cannabis-Legalisierung. Zwei Jahre später, Ende November 2023, ist das Cannabis-Gesetz für die Teillegalisierung fertig. Jetzt muss es nur noch schnellstmöglich auf die Tagesordnung im Bundestag. Das ist da, wo die Affen miteinander reden. Nur so kann das Gesetz bis zum 1. April in Kraft treten. Im Clan vom roten Affen sind aber ein paar Miesepeter am Start, die das Ziel von der Partei nicht so verfolgen wie alle anderen. Und das ist für mich eine Lehrstunde, wie Demokratie überhaupt nicht funktionieren darf. Dieser rote Affen-Clan hatte jetzt ein Familientreffen in Berlin. Sie nennen es Parteitag. Dort geht es um die Zukunft der Partei, Politiker halten Reden und stellen die Weichen für die kommenden Jahre. So, und um dem roten Affen-Clan hier vor Augen zu führen, dass die anderen Tiere gerne dieses Cannabis-Gesetz möglichst bald haben wollen, wurde hier vor diesem Parteitag demonstriert. So viel zum Hintergrund. Den ganzen Samstag war da also jetzt Demo mit verschiedenen Speakern. Ich weiß, es haben einige gefilmt. Ich hoffe, das Ganze kommt noch online, denn das war wirklich auch hochwertiger Content. Ich weiß aus dem Innenministerium. Was ein NPC, Digga. Mach dich weg von der Kamera da. Auch paar Politiker haben sich da blicken lassen. Carmen Wegge war natürlich am Start. Und auch Burkhard Blinert. Es ist gut, dass ihr heute hier seid. Und ich hab mich... So geil, er sagt, es ist gut, dass ihr heute hier seid. Diese Frau ruft einfach, na fein. Ich meine, sie hat ja recht, ne? Es ist überhaupt nicht gut, dass wir heute hier sein müssen wegen so einem Palaber. Trotzdem war es aber auch echt eine schöne Veranstaltung, muss man einfach so sagen. Gemütliches Zusammensein mit Musik, Pizza, Lagerfeuer. Hatte so ein bisschen was vom Weihnachtsmarkt-Feeling. Vielleicht sogar ein kleiner Ersatz für den ausfallenden 420-Events Weihnachtsmarkt. Liebe 420s, ich bin heute im Grinch-Kostüm, denn ich habe leider schlechte Nachrichten für euch. Der Weihnachtsmann schafft es leider dieses Jahr nicht zu Weihnachten nach Berlin. Organisiert wurde dieses Protestcamp übrigens vom CSC Berlin und ich glaube auch vom CSC Hamburg. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann unter anderem von Ihmchen hier. Und ja, richtig gehört, Protestcamp. Paar Leute haben da wohl wirklich auch gepennt. Und das bei so einem Wetter hier, Respekt. Moderiert wurde die Veranstaltung von niemand geringerem als Hugh Hefner, aka Toby Peach. Und wer in Berlin ist, der hat eigentlich überhaupt keine Ausrede, da heute nicht aufzutauchen. Außer er muss vielleicht arbeiten, das kann ich gerade noch so akzeptieren. Jut, ich also meine Sachen zusammengepackt und bin nach meinem Fitnesskurs, also sogar trotz der Arbeit, Tobi, mit dem Fahrrad hingedüst. Zu meiner Überraschung war auch richtig viel los da. Hab ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, weil du musst dir das so vorstellen. Dieser City Cube, wo der Parteitag war, ist selbst für Berliner am der Welt und obwohl ich in Charlottenburg wohne, kam es mir selbst mit dem Fahrrad unendlich weit vor. Und dass dann so viele Leute aus der Szene hier auf dem Samstag am Start sind, das finde ich schon beeindruckend und ist mit Sicherheit auch ein Zeichen, was von den Politikern gesehen wird. Aber auch an den anderen Tagen, als das Protestcamp jetzt nicht so voll besetzt war, ist es zumindest aufgefallen. Jetzt habe ich ein Video von Tobi gesehen, dass der das anscheinend ganz anders sieht, also bezüglich der Menge an Leuten, die da aufgeschlagen sind. Und dann kommen nur 100 Leute. Das ist wirklich enttäuschend, aber wir machen das ja alle nicht erst seit gestern. Wir wissen ja um die Demonstrationsbereitschaft in unserer Szene. Das ist nicht so einfach und dafür haben viele ja auch oft gute Gründe.
Und natürlich wurde hier auch öffentlich gekifft. Für diese Patrouille hier schien das überhaupt kein Problem zu sein. Weil mich das fasziniert und interessiert hat, habe ich die zwei einfach mal abgefangen und gefragt, ob die eigentlich wirklich nur für uns hier patrouillieren. Die zwei Polizisten meinten dann zu mir, dass sie generell wegen des Parteitags am Start sind, aber dass sie jetzt genau auf dieser Position patrouillieren, schon wegen des Protestcamps. Das Protestcamp sei also geduldet, die wollen aber verhindern, dass wir da reingehen und Ärger machen oder sowas. Kein Spaß, haben die gesagt. Und deswegen meinten die dann auch zu mir, dass ich bitte wieder zurückgehen soll, was ich, ja, ein bisschen lustig fand, weil, jo, ich habe auch gesagt, aber ich darf ja theoretisch hier einfach auch sein, oder nicht? Ne, ich mache ja hier keinen Ärger. Und dann wussten sie nicht so richtig, was sie sagen sollen. Und ich habe gesagt, ich darf doch auch hier filmen, oder nicht? Na, hat die Polizistin einen kleinen Moment überlegt und hat dann gesagt, ja, eigentlich schon, ne, also... Ich kannte natürlich die Antwort, natürlich darf ich da filmen, warum nicht so, ne? Solange ich denen jetzt nicht die Kamera ins Gesicht halte, who cares? Wohlgemerkt will ich das hier nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, weil die zwei Polizisten waren wirklich super freundlich, total respektvoll und das Wichtigste, extrem tolerant, weil... Ja, ey, ganz ehrlich, da hat es so heftig nach Gras gerochen und wahrscheinlich haben die das auch 10-mal gesehen, dass sich gerade irgendwann eine Lunte anhaut und trotzdem haben die einfach nichts dagegen getan und das ist doch schon richtig stark, oder? Respekt an der Stelle. Also nochmal zusammengefasst, ich fand diese Veranstaltung extrem gelungen, es war ultra viel los, womit ich nicht unbedingt gerechnet hatte, es war saugemütlich und extrem tolerant von Polizeiseite aus, weil die einfach nichts gemacht haben, obwohl es da 10 Meter gegen den Wind nach Gras gerochen hat. Ich glaube auch, dass das ein gutes Zeichen an die Politiker waren, die jetzt gerade noch ein bisschen am Rumquengeln sind. Ich check einfach nicht, wie da irgendjemand Interesse dran haben kann, dieses Gesetz noch weiter in die Ferne zu schieben, währenddessen Konsumenten weiter kriminalisiert werden. Und das war doch wirklich ein gutes Zeichen aus der Szene. Laut, aber freundlich, Cannabis-Gesetz jetzt. So, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Hallo, hallo, folgt Klimpel auf YouTube, ist ein rasender Reporter, immer Cannabis-Themen am Start, mega gut, unbedingt abonnieren. Was ein NPC, Digga, mach dich weg von der Kamera da.